zwischen Engelchen und Bengelchen, das Leben mit Kindern. Ich gebe euch ein bisschen Insight heute in das, wie die Predigtreihe entstanden ist und was unsere Themenvorschläge waren. Ich sollte für dieses Thema oder für diese Themenreihe einen Themenvorschlag machen und ich habe einen Arbeitsvorschlag gemacht, den will ich euch mal sagen. Und zwar habe ich ihn eigentlich ursprünglich genannt, zwischen Engelchen und Teufelsbrut, das Leben mit Kindern. Ich wurde dann zensiert und ein bisschen abgemildert, aber es zeigt immer noch die Spannung, die uns in diesem Thema oder die wir in diesem Thema haben wollten. Kinder sind zum einen ein Riesengeschenk und zum anderen fordern sie uns und unsere Ehen ganz schön heraus. Und warum ist das so? Und wie können wir damit umgehen? Darum soll es heute gehen. Und ich weiß, nicht jeder von euch ist ein Elternteil. Eine Sache haben wir aber gemeinsam, wir sind alle Kinder. Kinder unserer Eltern und auch Kinder Gottes. Und ich glaube, dass in diesem Bild, was die Bibel uns da gibt, extrem viel drinsteckt. Dass Gott unser Vater ist und wir seine Kinder. Und deshalb werde ich immer wieder von diesen ganzen Elterngeschichten versuchen, ein paar Brücken zu schlagen zu Gottes Vaterschaft und unserer Kindschaft. Also lasst uns starten. Womit fängt alles an? Wir überspringen den Schlafzimmerpart und gehen direkt in den Kreissaal, der Tag der Geburt. Also ich habe einen Sohn, deswegen wird es jetzt in der männlichen Form sein. Im Kreissaal, er kommt raus und du siehst ihn zum allerersten Mal. Und sofort weißt du, für diesen kleinen Hosenscheißer würde ich alles geben. Eine Liebe, die irgendwie überhaupt nicht zu erklären ist. Er hat dir noch nichts gegeben, er hat noch nichts Tolles gemacht, aber du weißt, für ihn würde ich alles geben. Aber du freust dich nicht nur unendlich über ihn, du nimmst ihn dann in den Arm und du bewunderst einfach nur dieses Wunder. Seine kleinen Händchen, den kleinen Mund. Du freust dich über jede Kleinigkeit, die er macht. Die erste volle Windel, die ersten Bewegungen, die Mimiken, wenn er Grimassen zieht. Und wenn er auf dir schläft, hörst du sein sanftes Atmen, ganz ruhig und friedlich. Also die Gefühle des Elternwerdens sind wirklich unbeschreiblich. Und du willst das Beste für dieses Kind. Du möchtest es behüten, du möchtest es schützen und du möchtest irgendwie auch, dass dieses Kind dich auch mal so liebt, wie du es liebst. Und ich glaube, deshalb ist dieses Bild, das die Bibel uns gibt mit Gott als unserem Vater und was die Bibel uns auch gibt für die Beziehung zwischen Gott und uns, auch so stark. Wir sind Gottes Kinder. Er schaut uns mit diesen liebenden Augen an. Er hat diese grenzenlose, bedingungslose Liebe für uns. Er will das Beste für seine Kinder. Er möchte sie behüten, schützen und freut sich, wenn er von seinen Kindern zurückgeliebt wird. Und dann hast du dieses kleine Zellhäufchen, was da gerade rauskam in deinen Händen, was wirklich nichts zu geben hat, außer eben diese vollen Windeln. Und du freust dich schon darauf, zu sehen, was daraus wird. Wie er sich entwickeln wird. Wie er sich entfalten wird. Was für eine Persönlichkeit und was für Fähigkeiten vielleicht schon in ihm schlummern. Und du weißt einfach, du willst ein Teil von diesem Leben sein. Du willst da sein in seinen schweren Zeiten und ihm Mut machen. Und in den Zeiten, wo er loslegen will, willst du ihn anfeuern. Und so schaut Gott auf dich. Wahrscheinlich noch ein bisschen liebevoller, als wir das können, weil er ist ja schließlich Gott. Aber so schaut er dich an. So sieht er dich. Und für mich war das wirklich, selbst Vater zu werden, hat mich so viel darüber gelehrt, wie Gott ist und wie er mich sieht und was er über mich denkt und wie er über mich oder für mich empfindet.
Die Bibel sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Gott will dieser Vater sein. Und jeder, der Vater geworden ist, der weiß, von was ich rede. Und ich hoffe, alle anderen konnte ich gut genug mit reinnehmen in das, was für ein Gefühl ist und was, wie man für so ein Kind empfinden kann. Mary und ich sind jetzt ein Jahr und ein Monat Eltern. Ja, Und ich würde nicht sagen, dass wir gerade, also dass wir sehr naiv in die ganze Sache hereingegangen sind. Ja, also wir hatten uns das schon bewusst für das Kind entschieden und wussten auch, dass sich was ändern wird. Also, dass sich was ändern wird, wenn dieser Kleine dann kommt. Was uns aber keiner gesagt hat, wie viel sich doch ändern wird. Und vor allem, was diese Änderung mit einer Beziehung machen kann und auch mit einem selber machen kann. Und deshalb habe ich euch heute 5 Dinge mitgebracht, die uns als Eltern herausfordern. Also nicht nur mich, und ich hoffe, ihr könnt das mitteilen. Und auch nochmal kurz als Disclaimer, weil ich bin ein sehr glücklicher Papa und ich freue mich sehr, sehr viel über meinen Sohn. Aber ich habe gedacht, heute, wir müssen hier diese Punkte einfach angehen, weil es soll ja hier nicht nur an der Oberfläche kratzen. Genau, also 5 Dinge, die uns als Eltern herausfordern, ihre Folgen auf unsere Ehe, und wie wir damit umgehen können. Der erste Punkt nehme ich euch gleich mit rein, das ist die Freiheit. Nicht mehr schlafen zu können, wann du schlafen willst. Nicht mehr einfach wach zu bleiben, solange du wach bleiben willst. Nicht samstags mittags sich einfach nur hinzulegen, wann du gerne willst. Wenn er oder sie schläft, hast du die Möglichkeit auch zu schlafen. Wenn er oder sie wach ist, bist du auch wach. Dann kommt dazu, nicht mehr das machen zu können, auf was man eigentlich Lust hat oder was eigentlich vielleicht auch gemacht werden muss. Wenn er spielen will, dann ist es zumindest im Alter von Joas im Moment auch nichts anderes für uns möglich. Manchmal will er auch gar nicht mit einem spielen, sondern einfach nur, dass wir daneben sitzen. Solltest du dich dann vom Boden erheben und versuchen, die Küche zu machen, gibt's gleich Ärger, ein auf die Mütze. Was bewegst du dich hier weg? Oder dieser 7. Sinn eines Kindes. Aus irgendeinem völlig unerfindlichen und übernatürlichen Grund checken sie es immer, wenn du dich versuchst hinzusetzen. Man bringt ihn zum Schlafen, läuft, singt, wippt, hat das Gefühl, ja, jetzt ist er weg. Okay, ich halte ihn noch ein bisschen auf dem Arm, aber ich setze mich mal hin. Keine Minute dauert es, bis das Gequake wieder losgeht und man wieder aufstehen darf. Ich weiß nicht, was die gegen Sitzen haben, aber es ist auf jeden Fall so ein Sinn, den die haben, wenn man sich ausruhen will, wenn man sich hinsetzen will, ist nicht mit drin. Super banale Freiheiten. Aber in diesen Situationen merkst du, wie frustrierend es ist, wenn man darin eingeschränkt wird und nicht das machen kann, was man eigentlich machen will. Zum Beispiel sich einfach hinzusetzen, wann du dich hinsetzen willst. Und jeder von euch Eltern könnte wahrscheinlich nochmal 5 weitere Punkte aufzählen, in denen euch eure Freiheit eingeschränkt wurde. Manche Sachen waren uns sicher bewusst, andere hätte man niemals für möglich gehalten, dass man an diesen Punkten sich so arg aufreiben kann. Wie zum Beispiel vielleicht das Hinsetzen. Und bei der Vorbereitung bin ich auf einen passenden Spruch gestoßen. Ich war mal der perfekte Papa. Dann bekamen wir ein Kind. Man wird sehr reumütig und gnädig, wenn man selbst ein Kind bekommt. Davor weißt du ganz genau, wie es gemacht werden muss. Mein Kind wird mal nicht bei uns im Bett schlafen. Mein Kind wird erst mit 12 Jahren an Handy und Tablets dürfen. Wie kann man einem Kind nur so etwas durchgehen lassen? Und so weiter. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jede Elternteile immer irgendwie am Richten war, aber man hat sich schon überlegt, dies und das werde ich mal nicht mit mir machen lassen. Oder dies und das werde ich mal anders machen. Und dann kam Joas. Also
wirklich, uns geht's gut. Er hat uns große Demut gelehrt. Manchmal bist du einfach mit deinem Latein am Ende. Oder wenn du schon alles probiert hast und er trotzdem um 1 Uhr nachts eine Stunde schreit, erwägst du es vielleicht doch, dass er mit im Bett schlafen kann und ich dann aufs Sofa ziehe. Oder wenn er nichts isst, dann bist du irgendwann froh, wenn er irgendwas zu sich nimmt. Auch wenn es Pizza ist. Und manchmal ist es echt so eine Gratwanderung von Selbstaufgabe und Selbsthingabe für das Kind und trotzdem sich nicht ganz von dem Kind bestimmen zu lassen. Und für freiheitsliebende Menschen, wie ich auch einer bin, kann das eine große Herausforderung sein. Plötzlich bist du völlig, oder du fühlst dich zumindest völlig fremdbestimmt. Das kann ganz schön aufs Gemüt schlagen und kann einem auch mal die Lebensfreude rauben. Einerseits ist das Kind nicht mehr wegzudenken und andererseits denkt man immer wieder an die Zeiten, wo man noch machen konnte, was man wollte und wann man es wollte. Und das kann natürlich auch eine Ehe belasten. Man will vielleicht, dass der Ehepartner mal dafür sorgt, dass ich wieder meine Freiheiten zurückbekomme. Oder vielleicht drückt es tatsächlich so arg aufs Gemüt, dass man nicht mehr normal miteinander reden kann und sich wegen jeden Kleinigkeiten in die Haare bekommt. Die Freiheiten, in Freiheiten eingeschränkt zu werden, ist auf jeden Fall eine große Sache. Und wer jetzt noch keine Kinder hat, freut euch drauf. Zweiter Punkt, Me-Time. Der zweite gravierende Einschnitt ist die Me-Time. Das ist die Zeit, die du für dich haben kannst, wo du häkeln kannst, wo du stricken kannst, wo du Serie gucken kannst, Buch lesen kannst, tanzen kannst, was auch immer du halt gerne machst. Und Mary und ich, wir waren 5 Jahre lang Dings. Also Dings heißt Double Income, No Kids, okay? Also 5 Jahre lang hatten wir unser Leben, Mary hatte ihre Arbeit, ich meine. Mary hatte ihre Hobbys, ich hatte meine Hobbys. Und dann war es auch immer wieder mal schön, wenn man einen gemeinsamen Abend oder Nachmittag hatte, wenn man mal samstags nicht in der Gemeinde anstand, konnte man vielleicht auch mal was unternehmen, einen Ausflug machen, ins Kino gehen oder jeder hatte eben für sich seine Me-Time. Und es ist eine Sache, also wie gesagt, wir waren nicht naiv. Wir haben schon gewusst, da wird sich was ändern. Das wird anders werden. Ne? Also so eine Me-Time werden wir nicht mehr haben. Aber es war auch eine Sache, wo man erst in der neuen Situation merkt, wie wichtig diese Zeit einem eigentlich war. Oder zumindest ist es unsere Erfahrung. Ihr habt das vielleicht anders erlebt. Früher konnte ich meine Me-Time einfach mal morgens machen. Wenn ich wusste, abends in der Gemeinde, lange bin ich da, viele Termine, gehe ich halt erstmal später ins Büro und konnte dann morgens, hatte die Wohnung für mich, hatte meine Me-Time, konnte Luftgitarre spielen und so weiter. Mary konnte das dann eher abends machen, wenn ich dann vielleicht noch nicht da war. Oder wir haben das natürlich auch geschafft, parallel zu machen. Man hat sich einfach die Zeit und die Freiheiten genommen oder gegeben, dass jeder für sich machen kann, was er gerade will. Mit Kind muss man sich diese Me-Time wirklich freischaufeln. Und ich weiß, diejenigen mit mehr als einem Kind, die sagen, warte ab, mit 2 Kindern wird es nochmal richtig lustig. Freuen wir uns drauf. Morgens gibt es diese Me-Time auf jeden Fall nicht mehr. Und abends ist Mary dann auch mal froh, wenn ich den Joas, wenn ich von der Arbeit komme, erstmal nehme, mich ein bisschen drum ihn kümmere, ihn Bett fertig mache, mit ihm spiele. Was ich generell auch wirklich sehr, sehr gerne mache. Ich verbringe sehr, sehr gerne Zeit mit meinem Sohn, aber manchmal merke ich einfach, hey, jetzt hätte ich auch einfach gerne Zeit für mich. Jetzt hätte ich einfach auch gerne mal einfach eine halbe Stunde, Stunde Zeit für mich. Und man kommt in so ein Verhalten, von dem man weiß, dass es eigentlich gar nicht gut ist. Man wiegt gegenseitig auf. Wer hat wann wie viel gemacht? Ins Bett gebracht, Me-Time gehabt. Und ich denke, es ist irgendwie menschlich, dass man so sich verhält, aber es ist gleichzeitig auch Gift für unsere Beziehungen.
Gebt euch die Freiheiten für eure Me-Time. Aber besteht nicht mit allem darauf. In diesen Situationen werden unsere Trauversprechen auf Herz und Nieren geprüft. Achte ich wirklich den anderen höher als mich selbst? Will ich dem anderen helfen, wo es mir wirklich möglich ist? Oder bin ich doch nur egoistisch und auf mich selbst bedacht? Und natürlich sollte das im besten Fall eine beidseitige Sache sein, von beiden so gelebt werden. Und wenn ihr das Gefühl habt, hey, bei uns ist da eine Schieflage, hey, dann sprecht darüber. Das muss angesprochen werden und geklärt werden. Vielleicht weiß dein Partner noch gar nicht, dass du gerne auch mehr Me-Time und Freizeit haben willst. Kommunikation ist sau wichtig. Aber bitte nicht in den Momenten, wo sowieso gerade schon die Hutschnur am Reißen ist, sondern nehmt euch dafür einen ruhigen Moment, wenn es die noch gibt. Redet über eure Bedürfnisse. Ob es die Me-Time oder die Freiheiten betrifft. Und schaut, wie ihr euch gegenseitig darin unterstützen könnt, dass der andere das bekommt, was er braucht, um der beste Vater zu sein und der beste Ehemann zu sein oder auch die beste Mutter und Ehefrau. Kinder lassen dich die Welt aus ganz anderen Augen sehen. Aus kleinen, müden, mit dunklen Schatten darunter. Ja, noch ein guter Spruch, den ich gefunden habe. Die Vorstellung, Joas in 15 Jahren nach seiner ersten Party um 6.30 Uhr aufzuwecken, gibt mir Kraft. So soll es natürlich nicht sein, aber manchmal fühlt man sich vielleicht ein bisschen so. Schlafentzug. Joas war in seinen ersten Monaten ein super pflegeleichtes Baby. Also hat relativ gut geschlafen und hat fleißig gegessen, aber irgendwann hat er angefangen, jede Nacht aufzuwachen und für 1 bis 1,5 Stunden zu schreien. Und manchmal gelingt es einem dann ganz gut wieder, ihn zu beruhigen und wieder abzulegen. Manchmal gelingt es ihm ganz gut zu beruhigen und nicht mehr abzulegen. Aber manchmal mussten wir uns auch 1,5 Stunden Kindergeschrei anhören. Und jetzt kann dir ja so ein Kleinkind noch nicht sagen, was gerade Sache ist. Also ist es jetzt der Schnulli, ist es Durst, ist es Bauchweh, ist es Zähne, ist es irgendwie Kuscheln oder irgendwas anderes. Da hast du deine 6 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Wenn du dich aber, also zumindest wenn du dich für das falsche Tor entscheidest, bricht die Apokalypse aus. Wenn man Joas zum Beispiel nachts den Schnulli hinhält, den er aber gerade absolut nicht haben will, dann schmeißt er sich mit aller Gewalt nach hinten und dann kann nur froh sein, wenn er sich nicht seinen Kopf an den Gitterstäben vom Bett anhaut und er fängt halt an zu schreien und die Welt geht unter. Als hätte man ihn gerade abgestochen. Und du hoffst immer nur darauf, auf Anhieb das Richtige, dass du das auf Anhieb das Richtige machst. Aber manchmal gibt es eben das Richtige auch gar nicht. Manchmal bedeutet es einfach nur, alles auszuprobieren und am Ende das auszuhalten. Und wenn du das über 6 Monate beinahe jede Nacht mitmachst, macht das was mit dir. Und ich habe 3 Punkte, dass es mit dir macht. Erstens, es lässt dich an deinen Fähigkeiten, Vater zu sein, Mutter zu sein, zweifeln. Du denkst so, ich schaff's einfach nicht, dieses Kind zu beruhigen. Warum, was fehlt ihm, was ich ihm nicht geben kann oder was ich gerade nicht check? Das zweite ist, du gehst wieder zu Uhrzeiten ins Bett, wo du das letzte Mal als 7-Jähriger ins Bett gegangen bist. Und drittens macht es einen sehr emotional. Emotional insofern, dass dein Geduldstank nicht mehr aufgefüllt wird. Und du damit schnell reizbar bist. Und ich sage euch, 1 Uhr nachts, mitten aus der Tiefschlafphase herausgerissen, ist kein guter Zeitpunkt, um zu diskutieren. Egal, ob es darum geht, wer aufsteht oder ob der andere das jetzt richtig oder falsch gemacht hat oder der andere früher ins Bett gesollt hätte, damit er jetzt fit ist und den Jungen nehmen kann. Man ist gereizt, man ist ungeduldig und super emotional.
Zu so einer Zeit sollte man eigentlich ein Schweigegebot ausgeben oder ganz klare Kommunikationsregeln vereinbaren. Weil alles, was man sagt, klingt so vorwurfsvoll. Und alles, was man hört, genauso. Zu einer schlechten Nacht kommt dann noch ein Streit, den man wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätte und den es nicht unter normalen Umständen gar nicht gegeben hätte. Müdigkeit und Hunger sind zwei Komponenten, mit denen zumindest bei mir nicht gut Kirschenessen ist. Deshalb ist es immer gut zu schauen, hey, muss das jetzt geklärt werden oder können wir das nicht auch später klären und besprechen? Und auch wenn Joas uns schon oft um unseren Schlaf gebracht hat und wir wirklich am Verzweifeln und völlig frustriert waren und uns nur gedacht haben, mach's dir und uns doch nicht so schwer, schlaf doch einfach weiter, es ist mitten in der Nacht, war am nächsten Morgen, wenn du ihn dann fröhlich aus deinem Zimmer sagen hörst, alles vergessen. Oder spätestens dann, wenn du die Türe aufgemacht hast, er in seinem Bettchen sitzt, dich angrinst und seine Arme ausstreckt, kannst du nicht anders, als ihn einfach nur aus dem Bett zu holen, an dich zu ziehen und zu sagen, hey, ich liebe dich so sehr. Und auch das ist für mich ein Bild für Gottes Vaterschaft geworden. Gottes Bereitschaft ist unendlich groß, uns immer wieder anzunehmen, zu sich zu ziehen und uns zu sagen, wie sehr er uns liebt. Auch wenn wir ihm die Nacht zur Hölle gemacht haben, wenn wir ihn angeschrien haben oder weggeschuckt haben, weil er uns nicht das gegeben hat, was wir eigentlich haben wollten. Wenn wir wieder zu ihm kommen, wenn wir Papa sagen und unsere Arme ausstrecken, dann nimmt er uns an. Und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kleinkindlastig, aber ich bin nun mal Vater eines kleinen Kindes. Aber ihr Eltern mit älteren Kindern kennt diese Situation bestimmt auch. Wo eure Kinder zu euch kommen und euch um Entschuldigung bitten für was sie gemacht haben. Oder nach einem Streit wiederkommen und ihre Arme ausstrecken und ihr sie einfach nur bereitwillig in eure Arme schließt und ihnen sagt, ich liebe dich. Gott ist ein Meister der Vergebung und des Wiederannehmens. Er liebt es, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Und er liebt es auch, uns in den Arm zu nehmen und uns zu sagen, ich liebe dich, mein Sohn, ich liebe dich, meine Tochter. Der vierte Punkt ist die Rolle, die du durch dein Kind bekommst. Nun bist du nicht mehr nur Ehemann oder Ehefrau, nein, du bist Vater und Mutter geworden. Von jetzt auf gleich hast du Verantwortung für eine Person, die du noch gar nicht kennst. Du musst plötzlich deine Entscheidungen ganz anders fällen wie bisher. Du musst plötzlich ganz anders mitdenken. Natürlich macht man sich im Vorfeld Gedanken, wie man diese Rolle denn ausfüllen will. Will ich eher so der coole Buddy-Papa sein, der mit seinem Jungen alles macht? Oder will ich der Papa sein, der so viel wie möglich von dem, was ich kann, was mir mitgegeben würde, meinem Kind mitgeben will? Oder will ich das strenge Familienoberhaupt sein, das für seine Familie sorgt und die Richtung vorgibt? Und auch hier ist es wieder so, ich war mal der perfekte Papa, dann bekamen wir ein Kind. Man macht plötzlich Sachen, die man sich vorher nicht für möglich gehalten hat. Man hat nicht immer die Liebe und Geduld für das Kind, die man eigentlich gerne hätte. Manchen rutscht vielleicht sogar mal die Hand aus, obwohl du wusstest, ich will niemals mein Kind schlagen. Und ich glaube, das sind übelst schmerzhafte Erfahrungen. Eigentlich wollte ich doch nur der beste Papa für mein Kind sein. Aber ich bin eigentlich ein Versager in dieser Rolle. Oder zumindest versage ich immer wieder in dieser Rolle. Lass mich dir so sagen, du bist der beste Vater für dein Kind. Du bist die beste Mutter für dein Kind. Lass es dir nicht einreden, dass du der Rolle nicht gewachsen bist. Oder dein Kind einen besseren Vater oder eine bessere Mutter verdient hat. Du bist der
und die Beste für dein Kind. Und ja, wir machen Fehler. Wir lassen uns reizen. Wir sind manchmal nicht geduldig genug. Aber das macht dich noch nicht zu einem schlechten Elternteil. Die Frage ist, wie gehst du mit deinem Versagen um? Kannst du auch mal vor deinen Kindern eingestehen, dass du gerade was falsch gemacht hast? Kannst du auch mal deine Kinder um Vergebung bitten für das, was du, wo du über die Stränge geschlagen hast? Bist du bereit, an dir zu arbeiten und bist du dazu bereit, dir von Gott vergeben zu lassen und dich von ihm ausrüsten zu lassen? Wisst ihr, Kinder sind bereit, viel zu vergeben. Sie brauchen nicht den perfekten Papa und die perfekte Mama. Sie brauchen ihren Papa und ihre Mama, die in ihrer Begrenztheit ihr Bestes geben und wissen, dass auch sie aus Gottes Gnade leben dürfen. Ein letzter Punkt noch zu diesen Erziehungsfragen. Bei uns sind es noch so Themen wie, wir fangen gemeinsam mit dem Essen an, wir beten vor dem Essen, manche Schränke und Lampen sind tabu für dich, Joas, wie viel darf Joas mit dem Essen spielen und so weiter. Später kommt dann dazu, danke, bitte, Höflichkeit, Mithilfe im Haushalt, Familienwerte, wie lange darf der Sohn draußen bleiben, wann muss die Tochter nach Hause kommen, wie gehen wir mit der Rebellionsphase in der Pubertät um. Viele Fragen und jeder hat so seine eigenen Schwerpunkte und Dinge, die ihm wichtig sind. Dem einen ist Sauberkeit vielleicht wichtig oder ein hoher Wert, der andere setzt voll auf die kreative Entfaltung des Kindes, der andere will, dass das Kind einen guten Umgang mit den eigenen Sachen lernt, dem anderen ist dann wichtig, dass der Klodeckel immer runtergemacht ist. Wie viele Grenzen geben wir oder geben wir überhaupt Grenzen vor? Und ich will euch jetzt nicht lange mit Erziehungsstilen langweilen und wahrscheinlich wäre ich tatsächlich auch absolut die falsche Person dafür. Aber ich habe ein kleines Schaubild euch mitgebracht, was ich doch für mich einfach sehr hilfreich fand. Genau, also wir haben hier zwei Achsen, die ihr seht. Wir haben einmal die Autorität, also oben ist praktisch viel Autorität, unten ist wenig Autorität. Links ist viel Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse und rechts ist viel, links ist wenig. Genau. Hammer. So, daraus ergeben sich vier Erziehungsstile. Das erste, links oben, haben wir den autoritären Erziehungsstil. Das ist der Big Boss Papa, so vielleicht ein bisschen. Ich sag genau, wie es lang geht. Ich habe klare Vorstellungen, wie du dich verhalten hast. Das geht nicht, so bist du nicht. Das ist autoritär. Also es geht wenig auf die Bedürfnisse des Kindes ein, aber ist sehr autoritär vorneweg. Dann gibt es darunter den vernachlässigenden Erziehungsstil. Ich glaube, den findet man häufig bei Leuten, die einfach so ein bisschen reingerutscht sind in dieses Eltern, in diese Rolle. Weil das ist das, wo du eigentlich noch voll in deiner Selbstverwirklichung drin steckst. Eigentlich hast du gar keine Zeit für dieses Kind. Du selbst stehst eigentlich im Mittelpunkt noch deines Lebens und das Kind steht hinten an. Das heißt, es ist wenig autoritär, aber auch ganz wenig berücksichtigt auch kaum die Bedürfnisse der Kinder. Das heißt, das Kind wird einfach so, also läuft irgendwie so mit. Genau. Dann haben wir rechts oben den überbehüteten Erziehungsstil. Das sind die Helikoptereltern. Alle Erzieher und Lehrer, das ist so ein Graus für die. Da bist du autoritär, aber du tust sehr stark gucken, hey, mein Kind, das ist das Wichtigste. Ich muss auf das aufpassen. Du drehst dich ganz viel, deswegen Helikopter, du drehst dich ganz viel um dein Kind, alles. Du machst alles für dein Kind. Du bist ja so Prinz-Prinzessin-mäßig, so, also richtig überbehütet, denke ich, drückt schon sehr viel aus. Dann haben wir den permissiv- oder bedürfnisorientierten Erziehungsstil. Und da ist es, seht ihr, wenig autoritär, aber sehr stark auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Das heißt, das Kind darf machen, was es will,
Und du unterstützt es noch dabei. Also das heißt, wenn das Kind jetzt essen will, dann ist es, dann darf es jetzt essen. Wenn es jetzt spielen will, auch wenn es 1 Uhr nachts ist, dann darf es jetzt spielen. Das ist so ein bisschen dieses Permissiv. Du gehst also wenig Autorität, aber viel auf die Bedürfnisse. Genau. Und wie so oft gibt es noch was in der Mitte. Genau, das ist der autoritativ-partizipative Erziehungsstil. Ich will dafür jetzt keine Werbung machen, aber ihr könnt ja selbst euch mal ein Bild machen. Da geht es darum, man setzt seine Autorität ein, aber man versteckt sich nicht dahinter, sondern geht auch in den Dialog mit seinen Kindern. Heißt, man setzt Grenzen und Grenzen werden aufgezeigt, aber gegebenenfalls werden sie auch nochmal erklärt oder man macht sogar mit den Kindern gemeinsam die Grenzen oder setzt diese Grenzen oder macht Regeln. Genau. Und ich glaube, wir tun unseren Kindern wirklich nichts Gutes, wenn wir keinerlei Grenzen ihnen geben. Und genauso werden sie sich nicht entfalten können, wenn wir ihnen einfach nur starre und feste Regeln auferlegen. Und wenn wir an Gott denken, haben manche das Gefühl, dass er einen absolut autoritären Erziehungsstil hat. Gesetze ohne Ende, tu dies nicht, tu das nicht. Ich glaube tatsächlich aber, dass sich Gottes Erziehungsstil auch irgendwo in dieser Mitte oder in diesem Bereich bewegt. Er setzt uns Grenzen zu unserem Besten. Er erzählt uns auch, was passiert, wenn wir über diese Grenzen gehen und warum es sinnvoll ist, diese Grenzen einzuhalten. Das waren jetzt diese 5 Punkte, die uns in unserem Elternsein und Elternwerden herausfordern. Punkte, die auch unsere Beziehung zueinander ins Wanken bringen können. Und ich wollte heute früh nicht hier stehen, um euch einfach nur einen kleinen Einblick in das Familienleben von Familie Braun zu geben. Ich will heute hier stehen und für starke Ehen und starke Familien werben. Die Zeit mit ihren Kindern, die Zeit mit Kindern ist herausfordernd. Und die Zeit mit Kleinkindern kann eine Extremsituation sein. Und umso wichtiger ist es, dass wir als Eltern uns nicht nur um unsere Kinder kümmern, sondern auch um unsere Partner. Es gibt so einen Trend in unserer Gesellschaft, der dahin geht, ich habe einen Lebenspartner, mit dem ich meine Kinder habe und einen Lebenspartner, mit dem ich dann mein Leben danach lebe. Und ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass sich die Leute einfach mal wieder neu umschauen wollen, sondern vor allem daran, dass wir mit Kindern die Gefahr laufen, unsere Partner zu vernachlässigen. Und wenn es nicht schon ohne Kinder hin und wieder mal einen Streit gab, dann spätestens, wenn es dann um Erziehung geht, darum, wer was, wie und wann macht. Und durch das ständige Übermüdetsein, K.O. sein, Familienbett, ist auch oft im Bett eher tote Hose. Man fühlt sich irgendwo irgendwann vernachlässigt, stellt in Frage, ob man diese Person eigentlich überhaupt noch liebt. Und nach geht das Ganze auseinander. Wenn ein Feld, also ein Acker, über eine lange Zeit nicht bewirtschaftet wird, dann wird sich darauf ganz schön viel Unkraut ansammeln. Da werden Dornbüsche wachsen und Bäume ihre Wurzeln schlagen. Und irgendwann hat man dann das Gefühl, dieses Feld bekomme ich nie wieder fruchtbar. Und es ist einfacher für mich, mir ein neues Feld zu suchen. Und verstehe mich nicht falsch, ich mache kein Kind dafür verantwortlich, dass Ehen auseinandergehen. Ich stehe hier selber als Scheidungskind und weiß, wie schmerzhaft die Frage ist, ob es an mir lag, dass Mama und Papa nicht mehr miteinander leben können. Aber es ist unsere Aufgabe als Ehepaar, uns um unser Feld, um unser Acker zu kümmern und es nicht zuwuchern zu lassen. Diesen Trend zum Lebensabschnittsgefährten möchte ich nicht einfach so hinnehmen. Und ich hoffe, ihr auch nicht. Wisst ihr, Gott beschreibt seine Liebe zu seinem Volk in Hosea wie die eines Ehemannes. Eines Ehemannes, der für seine Frau kämpft und ihr treu bleibt. Selbst wenn Israel, also seine Frau, mal wieder fremdgegangen ist. Ein ständiges Ringen
und werben um seine Frau. Ein ständiges Wiederannehmen und Vergeben. Das ist das, was ich anstreben will. Aber das wird nichts, das wird nicht von alleine werden. Das bedeutet, dass ihr über eure Bedürfnisse sprechen müsst. Dass ihr über eure Wünsche sprechen müsst. Manchmal müssen wir wirklich bedürfnisorientiert sein. Aber nicht mit unseren Kindern, sondern vielmehr mit unseren Partnern. Werdet euch als Paar klar, was sind denn die Bedürfnisse meines Partners? Und einiges sind davon einfach zu erfüllen. Und manche müssen vielleicht auch ein bisschen runtergeschraubt werden. Aber teilweise haben wir wirklich so einen selbstverleugnenden Erziehungsstil, dass es gar nicht mehr gesund für uns ist. Alles dreht sich nur noch um das Kind und seine Bedürfnisse. Aber wo kommst du vor? Wo kommt ihr als Ehepaar vor? Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wie wichtig es für das Kind ist, dass auch Mama und Papa glücklich sind. Natürlich in einem gesunden Maß, ohne unsere Kinder zu vernachlässigen. Ich glaube, dass es für euer Kind wichtig ist, dass ihr eure Rolle, in eure Rolle Glück finden könnt und Zufriedenheit. Keiner wird Mama oder Papa und sagt, ich will der schlechteste Papa dieser Welt werden. Ich glaube, jeder möchte seinem Kind der beste Papa und die beste Mama sein. Und das sind wir auch. Mit unseren Mängeln und mit unseren Bedürfnissen. Und mit denen dürfen wir auch immer wieder zu Gott kommen. Sie ihn bringen, hinlegen und ihn fragen, dass er uns hilft, sie auszufüllen. Und das will ich jetzt auch machen. Ihr dürft so gerne aufstehen. Herr, ich danke dir, dass du uns siehst. Dass du unser Herz siehst, dass du alles siehst, was brach liegt. Und ich will dir die Ehen in unsere Gemeinde bringen, die Partnerschaften in unsere Gemeinde bringen. Herr, und ich will dich bitten, dass du sie stärkst. Und ich will dich bitten, dass wir hinschauen, dass wir ehrlich sind und dieses Feld anschauen und gucken, wo Unkraut gewachsen ist, wo Dornbüsche gewachsen sind, und wir wollen es wieder beschaffen. Wir wollen es wieder bestellen, wir wollen es wieder in Ordnung bringen, wir wollen es wieder fruchtbar machen. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass du auch der bist, der unser Herz heilen kann. Herr, du siehst, wo in Beziehungen und auch in dieser Zeit mit Kindern einfach Dinge entstehen, Verletzungen entstehen, die man sich gegenseitig zugefügt hat. Herr, und ich bitte dich wirklich, dass wir unser Herz dir geben, dass du es heil machen kannst. Dass wir schnell sind dabei, unserem Partner zu vergeben. Dass wir fleißig sind dabei, um unseren Partner zu werben und um ihn zu kämpfen. Danke, Jesus, dass du uns da nicht alleine lässt. Danke, dass du uns zur Seite bist, dass du für uns kämpfst und ja, wir einfach da aus deiner Stärke und aus deiner Kraft schöpfen dürfen. Herr, und ich danke dir auch für die ganzen Kinder, die wir haben dürfen, dass du sie uns anvertraut hast, dass sie so ein Riesengeschenk sind, auch wenn ich da jetzt nicht so groß drauf eingegangen bin, aber sie bereichern unser Leben so ungemein. Und wir wollen wirklich die besten Väter und Mütter sein für sie, aber auch die besten Ehepartner füreinander. In deinem Namen, Amen. Wir beten noch gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.